Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Wir waren in den letzten zwei Folgen auf der Suche nach den Pressern. Wobei ich nicht weiß, ob Presser was mit Erpressen zu tun hat, aber wahrscheinlich nicht. Jetzt hat man ja drei Queststränge, kann man sagen. Wir konnten mit dem Vogt reden. Der hat uns dann zu, wir hatten uns ja weitergeleitet, ich glaube zu dem Totengräber. Der Totengräber hat uns erzählt, dass im Kloster ein Typ ist, der mit Hundebissen und einem gebrochenen Bein ist und ein zerstückelter Hund gefunden wurde. Also scheinbar der Hund, der wurde ihn angegriffen hat. Dann haben wir. Was hat man noch? Genau, der Müller, irgendwas. Was der Geier, wie der Typ heißt, der interessiert uns jetzt auch nicht mehr. Der hätte uns auch Hinweise liefern können. Der hat auch immer zwielichtige Geschäfte am Laufen. Wischiwaschi. Da ging es dann irgendwie auch nicht weiter. Und dann war man natürlich noch bei dem Gerber. Und beim Gerber gibt es Schlägereien hinterm Haus. Und er hat sich ein wenig aufgeführt und bla bla, etc. etc. Da waren wir auch dort und haben dann mit diesen Idioten halt, nee, da gehen wir erst hin. Ein Deal ausgehandelt, ja, weil der Gerber, der hat ja eigentlich alle angelogen, der hat ja sowas gesagt in der Richtung, ja. Die stänkern die spinnen die ganze. War das nicht sogar hier auf der Seite? Nee, das war da hinten, ne? Okay, da holen wir das Pferd. Wo war ich jetzt? Wo war ich jetzt? Genau, da gab. Die machen da hinten wie so ein Fight Club. Der Gerber hat gemeint, ja, die sind so laut und die stören so und das sind voll die Idioten und bla bla. Und dann geht man hin und dann sagt er, ja, der Gerber, der ist nur pissig, weil der da mitgemacht hat und seine ganze Kohle verloren hat. Dann habe ich mich darauf eingelassen, so in der Richtung, ja, okay, ich hole mir die Kohle, die kommen ein paar Tage nicht mehr dahin. Ich hole mir die Kohle vom Gerber und dann ist dieser, dann kommen die ein paar Tage später, kommen die wieder hin, um ihnen sozusagen eine Lektion zu erteilen. Ja, jetzt habe ich aber gelesen. Na, jetzt kommt der springende Punkt. Die Quest mit dem Müller ist verbuggt. Die Quest mit dem Typen, der gebrochene Bein hat und der wo wahrscheinlich den Hund zerstückelt hat oder sowas, ist verbuggt. Die einzige Möglichkeit von diesen drei Quests ist das mit diesem Schlägertypen. Ich habe gerade keine Ahnung, ob ich richtig reite. Scheiße, ich war schon richtig, ne? Verdammte Scheiße. Also, jetzt gibt es dann, glaube ich, die Möglichkeit, hier hängen zu bleiben. Oder die Typen zu verdreschen. Warum hört man den Sound? Ach so, ja, ich habe den Fernseher auch nur lauter gestellt. So, jetzt. Jetzt gehe ich da einfach hin und verdresche die Idioten. Also, ich hoffe jedenfalls, dass das noch geht. Hallo, hier geht's aufs Maul. Hau drauf. Du Sack. Jetzt gibt's ein bisschen Action, falls das funktioniert. Was macht ihr hier? Nichts Besonderes. Bloß eine kleine Feierabendklopperei. Ist gut für den Rücken und die Verdauung. Angenommen, ich möchte mitmachen. Ganz einfach. Zuerst musst du Bohnenstange besiegen. Er sieht nicht allzu gefährlich aus, aber manches Nachts schläft er tief und fest und hat Gott auf seiner Seite. Der letzte Kampf ist also gegen. Ja, es heißt, gegen mich ist's kein Zuckerschlecken. Nur saures Obst. Ich will mit dir kämpfen. Was habe ich dir Ach gesagt? so, ja, hoppla. Ja, ich dachte, der macht es dann. Also komm, du bist die Bohnenstange, oder? Bohnenstange, jetzt geht's aufs Maul. Immer mitten in Es die ehrt mich, dass ein Fresse Ritter wie du. Los geht's. Auf geht's. rein. Jo, Mann. Bäm. Zeit für ein Du-Du-Du-Du-Duell. Dauerschlag! Was, das war schon? Ich hab gewonnen. Kann ich ja eigentlich. Nein, den plündere ich jetzt, ne? Das wäre ja voll fies. Oh, wer ist der Nächste? Hopp, auf geht's gegen Lulatsch. Guten Tag.
kämpfen wir. Das war ziemlich gut. Aber ich... Wer weiß? Jetzt geht's voll aufs Maul. Und unten. Und rum rechts. Und links. Und rechts. Wow, wie er ausweicht. Du kleine Drecksau. Ich weiß immer noch nicht, was der gesagt hat. Wow, wow, wow. Und unten. Hinten liegt der andere Typ noch. Du hast keine Chance, und außerdem, wie steif er ist, der Alter. Ausdauer regenerieren und weiter geht's. Du bist doch gleich Geschichte, Junge. Die halt ausweicht, die kleine Drecksau. Hör auf, auszuweichen. Oh fuck, mein Ausdauer ist weg. Ah, ich hab dich schon gescheit erwischt, Junge. Zack. Nein. Weiter. Kleiner Wichser. Warum sind die eigentlich immer stärker wie ich? Boah, Alter, das war ja geil. Muss ich gegen die alle drei eigentlich kämpfen oder reicht's immer einer? Was war das jetzt? Ich habe mich durch die Wand gesetzt. So, jetzt habe ich einen von den drei erledigt, jetzt darf ich gegen dich kämpfen, oder? Oder muss ich erst alle anderen drei Oblat machen? Ich will mit... Was habe ich dir gesagt? Okay. Dann ist der Mr. Kyle dran. Glück und Gesundheit. Kämpfen wir. Nicht schlecht. Lass sehen, wie du dich gegen mich schlägst. Die Stimme anders hat. Mach weh, du. Scheißkerl! Du bist doch auf die Fresse. Verdammt! Boah, fuck. Okay. Jetzt muss ich wegen Ausdauer. Eye of the Tiger. Da hinten liegt immer noch der andere. Okay, das war dumm. Oh, wir haben schon Energie verloren. Ein bisschen. Dafür haben wir aber auch schon zwei erledigt. Achso, Faustkampfstufe, scheiße. Und von unten. Boah, was soll der Scheiß? Kleines Arschloch. Und oben. Unten. Rechts. Links. Hör auf auszuweichen. Bist du denn angreifen? Okay, war dumm. Aber gut, dass er jetzt angegriffen hat. Okay, war doch nicht so gut, weil ich hier auch auslaufe. Oh. Kleines Arschloch. Aufladen. Ja, was heißt dir weiternehmen? Boah, auf. Warum gewinne ich da eigentlich immer, ne? Das müsste ich vielleicht mal nachschauen. Oder haben die einfach mehr Ausdauer? Na komm schon! Kleine Muschi! Nur Weicheier weichen aus! Dir nicht eigentlich die Hand weh, du? Ach ja. Warte mal, ich kann auch mitnehmen. Okay, die Faustkämpfe nerven irgendwann. Und leg! Au! Da bin ich mit dem Schwert, glaube ich, besser. Was soll denn das jetzt die ganze Zeit? Das schafft!
Was? Das kann doch nicht sein! Warte, Dauerfeuer! Warum gewinne ich diese Dinger einfach nicht? Das heißt doch, wenn man jetzt bin ich langsam echt genervt, ey. Na komm schon! Verdammt! Au! Die haben mehr Ausdauer wie ich, die Arschlöcher, kann das sein? Aber. Boah. Alter. Jetzt müssen wir erstmal Spieler. Stärke. Schädelbrecher. Ich bin eine 10% gehört. Wahrscheinlich hast du den Gegner mit deinem Treffer auf den Kopf umhaust. Oh. Ein Angriff verursacht 20% mehr Schaden, verbraucht aber 10% mehr Ausdauer. Gilt nur für Waffen, die auf Stärke basieren. Am Sport ein anderer Mist. Die Auswirkungen sind eine Stärke, wenn deine Rüstung schwerer. Deine Chance gegen Gegner Umklammerung zu bewältigen ist um ein Drittel erhöht. Ah. Nehmen wir das. Nein. Fuck you. Erst auf, weg damit. Agilität. Leichte Rüstung. Wenn du keine Planung hast, dann kannst du dich einigen auszuweichen. Irgendwie brauchen 30% weniger Ausdauer. Versuchen aber 20% weniger Schaden. Nee, ist beides kacke. Was ist das eigentlich? Schwert. Aber hier haben wir Fertigkeiten. Okay, das bringt mir gar nichts. Da ist Faustkampf. Achso, der ist einfach nur eine Stufe aufgestiegen. Schwert haben wir noch. Kampf. Sadist. Je niedriger dein maximaler Ausdauer ist, desto größer ist der Schaden, den du verursachst. Je mehr dein Schwert beschädigt ist, desto größer ist die Chance, deinen Gegner damit bei einem Treffer zu vergiften. Okay, machen wir Raserei. So, dann sind wir immer noch bei Agilität. Ach ja, nee, das finde ich ja doof. Vitalität. Spur ist 20% langsamer, verbrauchst du aber schnell wie der Wind, da verbrauchst du aber mehr. Berserker, sobald du auf einem Minimumfeld wirst du zum Berserker und deine Ausdauer regeneriert sich viermal schneller. Geschlagen hast, erhältst du einen Angriff von 50%, deine Ausdauer regeneriert sich um ein Viertel schneller. Wenn du 5 Tage folgen nicht überfrisst und. Okay, machen wir Blutrausch. Blutrausch hört sich gut an. Hab ich jetzt mit denen die ganze Nacht gefightet? Was geht ab? So eine Scheiße. Wie? Um 2 Uhr nachts hauen die schon wieder ab. Dämliche Weicheier. Das müssen wir leider warten. Was für ein dämliches Pack, ey. Boah, fuck, habe ich mit denen nicht ausgemacht, dass die erst in ein paar Tagen wieder kommen. Oh. Scheiße. Und geil, hungrig bin ich auch noch. Wo ist der Gerber, der alte Fotzenknecht? Bist du der Gerber? Nee, du warst doch nicht der Gerber, ne? Wo ist denn der Sack? Da ist er. Du bist der Typ mit der Glatze. Glück und Gesundheit. Ich hab... Gott segne dich. Wenn dich wieder etwas bedrückt... Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Aber doch hier. Na verdammt.
müsste jetzt dann die Questmarker hier sein, oder? Ja, aber hab ich doch. Ach so, weil die jetzt dann wieder kommen. Dann warten wir mal weiter. Ach ja. Also wenn es zu lange dauert, schneide ich es raus. Wenn nicht, dann hört ihr das eh nicht. Andersrum. Wenn es nicht zu lange dauert, hört ihr das jetzt dann. Und wenn nicht, dann ist es einfach weg. Also sind die Ärsche jetzt wieder da, oder nicht? Was ist mit dem Ger... Nichts Besonderes. Wollte sich Seid ihr aber nicht. Nein. Oh, warte, verrätst du mir jetzt was über die Presse? Du warst doch irgendwie... Gelobt sei Jesus Christ. Wie ich hörte... würde ich dich besser... Ich hab dich doch schon vermöbelt, Alter. Hör schon auf. Obwohl, gegen den Happen hätte ich nichts einzuwenden. Okay, wir sollten erst was futtern. Das nennst du kämpfen? Ich will mit dir kämpfen. Anständig. Schlachte dich an! Was ist los?
Das reicht nicht. Scheißdreck! Komm schon, komm schon, komm schon! Oh, Alter, wirklich. Ich hab's geschafft. Sorry, wenn ich jetzt so still war. Aber. Es wird in der Folge ein paar Cuts geben, weil das hat sich alles echt ein bisschen hingezogen. Wir haben jetzt echt eine komplette Folge, Alter, nur mit Fighten verschwendet, ey. Boah. Ja gut, was heißt verschwendet? Das war schon lustig, aber Alter, das ist so nervig. Mein Wutausbruch habt ihr wahrscheinlich nicht gesehen. Steh auf, du faule Sau. Boah. Kann ich jetzt eigentlich mit dem Typen reden? Hey Kyle, erzähl. Gelobt sei Jesus Christ. Wie ich würde ich dich. Ich bin der Champion, ich bin der Champion, ja, ja, ja. Guter Kampf. Hätte ich dich. Du warst ziemlich gut, das muss ich dir lassen. Die wenigsten kommen an mir vorbei. Also spitz die Ohren, ich will dir was stecken. Ach ja? Es gibt hier Leute, die nach harten Kerlen suchen. Und ich würde sagen, du eignest dich. Wenn du heute Abend in der Kirche Licht siehst, geh rein und warte ein Weilchen. Wenn du ihnen gefällst, haben sie vielleicht Arbeit für dich. Danke, ich überlege es mir. Die Groschen vom... Hoffentlich hatte sein Geld... Hier, dein Anteil. Nicht schlecht. Und wann kommt ihr zurück? In ein, zwei Tagen. So. Jetzt haben wir auch endlich die Quest, die Fortsetzung von der Quest, ey. Boah, und es ist gespeichert. Ach, geil, ey, geil. Das fühlt sich so gut an. Aber gut, ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Servus.